Guten Morgen und herzlich willkommen zum Vlogmas Tag 21. Das heißt, es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten und es kommen nur noch 4 Videos von mir. Also echt verrückt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Oh Mann, Mausi. Ja, Julian ist auch schon in Weihnachtsstimmung. Nö, überhaupt nicht. Nö. Arbeiten muss, scheiße. Ja, Julian muss noch arbeiten, aber mit viel Glück hat er Freitag frei. Wir drücken alle mal die Daumen, weil Freitag noch Spätschicht zu haben, finde ich, ist echt mies. Also vor Heiligabend dann am Samstag. Deswegen hoffen wir darauf, dass er Freitag frei hat, damit wir dann auch noch am Freitag eventuell schön ein wenig ins Einkaufszentrum drücken gehen können. In den Kommentaren die Daumen. Ich weiß gar nicht, ob man das hört, ja. Aber genau, drückt ihm mal die Daumen. Und wir haben gerade gefrühstückt, lecker Tee getrunken, wollte ich gerade sagen. Nein, wir haben Kaffee getrunken und haben dabei 3 Fragezeichen gehört. Und da hören wir jetzt gleich auch noch ein bisschen weiter. Das ist ja nämlich auch das Weihnachtsspecial, das passt dann ja so gut. Und die kleine Mausi, die lacht hinter ihrem Schnuller schon wieder. Ne? Ja. Ja, die kleine Mausi kriegt jetzt ihre Flasche. Und dann starten wir so langsam in den Tag. Wow, meine Haare. Da geht gut was ab hier auf dem Kopf. Oh Mann. Eieiei. Ist auch immer interessant, wenn man sich erst in der Kamera sieht. Also wenn man vorher nicht im Spiegel geguckt hat. Nun ja, aber über meine Haare wollen wir jetzt ja gar nicht sprechen. Es ist jetzt schon Mittag, Jürgen muss gleich zur Arbeit. Ich hatte ihm gerade noch geholfen mit dem Essen und ja. Jetzt ist gerade wieder etwas Chaos hier, aber die kleine Mausi schläft. Von Papa angezogen und fertig gemacht, schlummert sie hier noch in ihrer Bollerbüchse. Ja. Aber gegen Mittag ist auch immer noch mal so ihre Zeit, wo sie wirklich noch mal so ein bisschen schläft. Also nicht wirklich lang, aber wie gesagt, immer so ein bisschen. Und ich werde jetzt eben sehen, dass ich ein bisschen das Chaos beseitige. Also Küche muss ich auf jeden Fall machen und im Wohnzimmer ein bisschen aufräumen. Und da steht auch noch die Babywäsche. Die muss ich auf jeden Fall noch zusammenlegen. Ja. So. Und hier mal eben das wegräumen, was der Herr einfach liegen gelassen hat. Ja. Und immer diese Verpackung auflassen von den Feuchttüchern. Die trocknen doch aus, Mensch. Männer. Im Übrigen, ich hatte es auch bei Instagram heute gepostet. Sie hatte eben ihren ersten Pyjama in 62 an. Denn heute Morgen musste ich sie nochmal umziehen. Und ich hatte das Gefühl, dass 56, also passt an sich auch. Aber dadurch, dass sie sich gerne richtig dolle streckt, hatte ich da dann immer das Gefühl, dass es einfach zu eng an den Füßchen ist und sie sich halt nicht so richtig strecken kann. Und deswegen habe ich hier 62 angezogen und ja, der passte ganz gut. Deswegen werde ich heute, glaube ich, nochmal so durch ihre Sachen gehen und gucken, was ich aussortieren kann eventuell, beziehungsweise was sie von den Sachen in 62 schon tragen kann. Ja, Wäsche, Wäsche. Und was darf nicht fehlen? Hi, Bruni. Hallo, guck mal. Das ist aber ein starker Fischnuppen. Hm? Das darf doch jetzt nicht mehr fehlen. Hier. Trau dich. Süß. Hm. Und bevor es hier ans Aufräumen und Fertigmachen geht, will ich mal eben Päckchen 21 öffnen. Mal schauen. Okay, das funktioniert nicht. Mensch, ist das gut zugeklebt. Hier steht drauf, gecheckt,
kleiner Wandsticker. Liebes Glück, ich wohne hier. Süß. Kommt in so einem kleinen Reagenzgläschen. Mal gucken, ob ich das schon so aufmachen kann. Also es ist der Wandsticker Liebes Glück, ich wohne hier. Ach, das ist ja süß. Das könnte ich mir auch gut fürs Kinderzimmer vorstellen. Das ist ja echt zuckersüß. Mal raus. Und ja, Boni, jetzt bist du wieder dabei, ne? Ja, hier, das kannst du haben. Bitte schön, viel Spaß damit. Hier. Halt gut fest. Halt gut fest. Bring mal ein Altpapier, Bruno. Will er nicht, Mensch. So. Oh, super, ich mit meinen Wurstfingern komme doch hier gar nicht rein. Ja, Bruno, das ist nichts für dich. Das ist ein Wandsticker. Da müssen wir vorsichtig mit sein. Ich will mir das trotzdem angucken. Ach, süß, der ist ja richtig klein. Wie niedlich. Also, es ist so ein kleiner Wandsticker. Liebes Glück, ich wohne hier. Richtig süß. Aber das könnte ich mir auch irgendwo hier bei uns im Flur gut vorstellen. Da werde ich Julian mal fragen. Total niedlich. Auch die Verpackung in so einem kleinen Gläschen ist doch eine super Geschenkidee. Ja, Bruni. Könnte ich mir auch über dein Plätzchen vorstellen. Ja, wieder sehr, sehr cool. Ich bin ja auch ein bisschen traurig, dass der Adventskalender schon bald endet. Es waren immer so viele nette Ideen. Ja, sehr süß. Ja, und jetzt werde ich nochmal eben sehen, dass ich hier mit der Wäsche anfange, solange Julian halt noch da ist und auf die Kleine aufpasst. Ja, dann kann ich nämlich eben schon mal die Wäsche machen. Und dann wird nachher auf jeden Fall noch das gute Wetter genutzt und ein schöner Spaziergang gemacht. Ansonsten habe ich heute, glaube ich, soweit nichts auf dem Plan. Ich muss mal gucken, ob ich eventuell noch zu Rossmann fahre. Hallo Mäuschen. Hey, bist du wach? Ne? Julian ist jetzt gerade los zur Arbeit und ich habe es zumindest noch geschafft, mich zu schminken. Haare sind immer noch zu einem Knödel auf dem Kopf zusammengebunden. Und ich habe die kleine Mausi jetzt zu mir geholt, da sie wach geworden ist. Und sie liegt hier wie die Prinzessin auf der Erde, gut gepolstert. Na Mäuschen? Ja. Und ich werde mal eben jetzt die Babywäsche zusammenlegen. Eine Ewigkeit später. Babywäsche ist erledigt. Jetzt werde ich das Mäuschen einpacken und dann geht's mit den zwei Hübschen hier raus. Ja, Bruni wartet auch schon. Ne, Mäuschen? Bruni! Der tut immer so, als würde er mich nicht hören und ignoriert einen. Bruni! Na, jetzt hörst du, ne? Hi! Komm her! Hallo! Hallo! Was ich euch eben aber noch zeigen wollte, was angekommen ist von Pampers. Moment, ich muss es mal eben hinlegen. So ein kleines süßes T-Shirt. Steht schön und dick Pampers drauf. Dann Mila, geboren am 3.10. um 14.36 Uhr, Gewicht 3200 Gramm, Größe 50 cm, Krankenhaus St. Josef Stift in Bremen. Das ist Größe 74,80. Und ich hatte irgendwann mal, ich hatte mich bei Pampers damals, glaube ich, angemeldet. Da kann man sich ja auch wie bei Hip und Co. halt anmelden für ein Newsletter beziehungsweise um Pröbchen zu bekommen. Und da gab es dann so einen Gutschein, dass man so ein T-Shirt drucken lassen kann. Ja, und das kam jetzt an. Fand ich einfach so niedlich, so ein kleines weißes T-Shirt. Ich meine, da würde ich sie wahrscheinlich draußen mit nicht unbedingt rumlaufen lassen. Aber ich finde, so für drinnen oder so fand ich das irgendwie ganz niedlich. Ja. Das kam an. Wie schon gesagt, jetzt geht's schnell nach draußen, bevor die Sonne weg ist. Das ist eine kleine Strampelmaus hier. Hm? Du hast schon im Bauch immer so gestrampelt, Mäuschen. Hm? Ich wusste, du wirst ein ganz aktives Kind. Ja, die Sonne scheint schön, allerdings ist es frisch, deswegen werde ich sie jetzt schön dick einkuscheln und dann geht's mit dem Kinderwagen raus. Mila ist angezogen und ich möchte euch nicht vorenthalten, wie das aussieht, weil sie das erste Mal ihren pinken
Schnee-Teddy-Anzug trägt, der auch ein Geschenk war. Und sie sieht aus wie so ein großer Marshmallow. Das ist Mila in ihrer vollen Pracht. Sieht sie nicht aus wie so ein kleines, flauschiges Marshmallow? Also es ist noch, hier ist noch ein bisschen Luft auf jeden Fall. Und der hat halt keine Füße, deswegen hat sie hier so eine Puschen an, die halt komplett gefüttert sind. Die sind, glaube ich, von Rossmann sind die gewesen. Und hier gibt es auch noch so Handschuhdinger, die kriegt sie da gleich drüber. Und ansonsten ist sie richtig dick eingepackt. Und sie sieht aber so süß darin auf, weil der halt nur ein bisschen groß ist hier an den Seiten. Und dann sieht sie so aufgeplustert aus. Entweder wie so ein großer Marshmallow oder wie so ein kleines rosanes Michelin-Männchen, finde ich. Aber auf jeden Fall richtig süß, Mucki. Und die düst mir hier schon wieder fast weg. Deswegen werde ich sie jetzt schnappen und dann geht's wie gesagt nach draußen. Es ist jetzt gerade mal kurz nach 2 und ich habe das Gefühl, die Sonne geht jetzt schon unter. Na, Bruni? Bruno, hast du nicht oft genug da an den Laubhaufen gepischert? Muss das jetzt das 10. Mal sein? Bruno, komm her! Bruno! Hier ist so ein Tümpel und hier flogen gerade einige Möwen rüber und ließen im Flug ihr wisst schon, was fallen. Und ich dachte schon, die hätten uns hier angeschissen. Und dann fiel was auf uns. Und ich dachte, die hätten uns echt angeschissen. Aber es war irgendeine Möwe, die ihr Baguette hat fallen lassen. Die hat irgendwo ein Stück Brot her und hat uns damit voll getroffen. Hier im Kinderwagen hier unten sind irgendwelche Matschkrümel jetzt. Voll eklig. Aber besser Baguette als Exkremente. Ich glaube, mein Puls ist immer noch auf 180 durch diese Möwen-Baguette-Attacke. Ich dachte echt, die hätten uns jetzt voll getroffen da mit ihrer Schiede. Ai. Hier ist was los. Da kommt Bruno. So, wir haben jetzt schon eine schöne Runde gedreht. Wir werden uns jetzt mal langsam auf den Rückweg machen. Hauptsache Bruno ist ein bisschen ausgepowert und die Kleine und ich sind an die frische Luft gekommen. Ja. Und das Wetter ist auch einfach viel zu schön, um drin zu bleiben. Auch wenn es frisch ist, die Sonne, das tut immer gut. Ich werde das Mäuschen jetzt eben ausziehen. Und dann geht es eigentlich schon wieder direkt in den Maxi-Cosi, weil ich unbedingt zu Rossmann muss. Also ich dachte erst, vielleicht könnte ich das morgen erledigen, aber nein. Ich muss auf jeden Fall heute hin, weil so ein paar Dinge brauchen wir auf jeden Fall. Ist gar nicht mal Babykram. Deswegen fahre ich gleich auf jeden Fall noch zu Rossmann. Und ich komme immer noch nicht drauf klar, dass dieses Mistvieh voll Möwe uns da mit ihrem Baguette-Stück angegriffen hat. Echt nicht. Also ich stand wirklich ein bisschen unter Schock in dem Moment. Ich habe echt gedacht, dieses Mistvieh hat uns angeschossen. Nee. Aber ich konnte diese Brotmatsche am Kinderwagen eben gut mit Wasser einfach abspülen. Denn ich habe im Keller habe ich einen Eimer mit Wasser, also wo ich immer das Wasser vom Trockner dann reinschütte, damit ich nicht immer nach oben laufen muss. Und damit konnte ich dann eben diese Brotmatsche einfach abspülen, weil das war ja nur unten am Gestell zum Glück. Ja. Ja, Möschen. Haben wir denn Socken hier beim Ausziehen verloren? Oh nein. Hallo. Na? Hallihallo. Hallihallo. Hat er dich schön warm gehalten, der Anzug? Ist aber auch gut flauschig. So, jetzt muss ich aber erstmal, wo habe ich denn meinen Socken? Ach, der steckt hier noch im Schuh. Siehst du mal. Mensch, hast du warme Hände. Ja. War schön draußen. Ja, spuck mal die Schnurre aus. Hi. Na. Schläfst du wieder ein? Verschmatzt du sie zufrieden? Meine kleine Süße. Überlegst du noch, ob du weiter schlafen willst oder aufstehst?
Na, aufstehen ist gut, ne? Freust du dich? Ja. So zufrieden kann man sein, wenn man ordentlich schläft, ne? Oh, und dann muss ich gestreckt werden? Ja, das ist wichtig. Ihr Gesicht. Das ist der typische Mila-Strecker. Oh ja. Oh, das musste sein, ne? Super, Mäuschen. Und nun wollen wir mal eben sehen, dass wir schnell zu Rossmann düsen. Und dann haben wir nämlich den Nachmittag soweit alles erledigt und können schön schmusen. Ich habe euch doch von der Rossmann-Story erzählt mit dem Milchpulver. Schaut mal, was jetzt an den Regalen hängt. Jetzt darf man auch nur noch maximal 3 Packungen mitnehmen. Finde ich gut, dass sie es jetzt zumindest machen. Und das Mäuschen schläft. Aber bei Rossmann könnte man noch irgendwie ewig stöbern. Selbst bei den Putzsachen. Nein, aber ich gehe jetzt zur Kasse, ich habe alles. Ich zeige euch jetzt mal eben, was ich gekauft habe bei Rossmann. Fangen wir mal an mit dem spektakulärsten Teil zuerst. Ein Trommelwirbel bitte. Ich habe nämlich gekauft ein Sparpack Toilettenpapier. Ja, spannend, spannend. Reicht dann auch bis nächstes Jahr, ne? So, was habe ich als nächstes gekauft? Es sind übrigens doch wieder mehr Babysachen als alles andere gewesen. Aber so muss ich dann auf jeden Fall zwischen den Feiertagen nicht mehr los. Hoffe ich zumindest. Ich habe einmal Pampers gekauft, Größe 2. Da sind 68 Stück drin, also ist das Jumbo-Pack. Ich habe jetzt eigentlich nur Pampers gekauft, weil die Größe 2 der Baby-Dream-Windeln, die wir sonst haben, ausverkauft waren. Ich habe aber von Baby Dream nochmal Größe 3 mitgenommen, weil das ist ja auch für 4 bis 9 Kilo, also ist sie an der untersten Grenze. Aber ich habe gedacht, die könnten wir sonst zwischendurch auch mal ausprobieren, wie die jetzt von der Größe sind. Aber ansonsten werden wir da erstmal die Pampers benutzen. Die sind ja auch gut. Und ja, ich habe übrigens nochmal an diesem Wickeltisch bei Rossmann mir die Baby Dream Windeln angeguckt, also in Größe 3, wie groß die ungefähr sind. Und ich muss echt sagen, ich bin so positiv überrascht von den Baby Dream Windeln. Also ich finde die so weich. Die sind, ja, passen sich perfekt dem kleinen Babypopo an. Und deswegen, ja, ist das eigentlich nach wie vor noch mein Favorit. Als nächstes habe ich wieder von Baby Dream die Reinigungswattepads gekauft. Dann das Quattro Sparpack Baby Dream Extra Sensitive Komfort-Feuchttücher, die sind nämlich auch gerade noch im Angebot. Da habe ich welche mitgenommen. Dann habe ich Aptamil mal wieder mitgenommen, wenn ich jetzt da bin. Also dann habe ich das wieder auf Vorrat. Und wie ihr sehen konntet, haben die jetzt bei uns auch die Zettel dran stehen. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Dann habe ich mitgenommen einmal diese Servietten. Die sind so ein bisschen mit weihnachtlichem Muster. Und dann einmal noch Servietten mit Bon Appetit. Heißt das so? Ich kann kein Französisch. Auf jeden Fall steht da Guten Appetit au Französisch drauf. Und die fand ich auch ganz niedlich. Die habe ich mitgenommen. Dann was Leckeres zu trinken für mich. Arizona Eistee für sich. Liebe ich auch. Ups, da wurde gerasselt. Dann habe ich einmal Melkfett mitgenommen von Alta Pharma. Mit Ringelblumenextrakt. Zum einen für meine Hände und das wurde mir auch empfohlen für die trockene Haut bei Mila. Ich möchte aber trotzdem erstmal, glaube ich, das Kokosöl ausprobieren. Aber wie gesagt, das ist ja auch für Erwachsenenhaut super. Und das war's schon. Das war mein Rossmann-Einkauf. Und nun werde ich die kleine Maus aus ihrem Maxi-Cosi holen. Und weil ihr das auch so niedlich fand, werde ich wieder versuchen, für euch einzufangen, diesen Moment des Zusammenigelns. Irgendjemand hatte auch geschrieben, dass sie sich so zusammenigelt oder so ein Babyigel. Und sie erinnert mich jetzt auch immer an ein Babyigel, wenn sie das macht. Mein kleiner Babyigel. Ja, deswegen, sie schlummert da jetzt nämlich noch schön, aber gleich ist auch wieder Zeit für das nächste Fläschchen. Und deswegen hole ich sie da schon mal raus. Und ihr seid dabei. Sie passt übrigens immer schön auf mein Portemonnaie auf. Wollen wir dich hier mal rausholen. Sie schläft echt tief und fest. Hey, komm her, kleiner Igel.
Pickelpopo. Hallo Mäuschen. Oh mein Schatz, du bist so ein süßes Kind, du. Oh Mäuschen. Was ist los? Ha? Mama, stell mal eben dein Maxi-Cosi weg. Ist sofort da, hier. Du sagst mir an, bin ich. Ja, ich hol dich da, komm, Mäuschen. Nein, nicht weinen. Komm her, mein Schatz. Komm her. Bruno? Das war übrigens auch gerade noch so eine Marotte, die Bruno hatte. Ich weiß nicht, ob das jugendfrei ist und ich überhaupt so ins Video stellen kann. Ich glaube, bei Tieren ist das okay. Aber ansonsten muss ich das vielleicht nochmal nachträglich zensieren. Das ist wirklich was, ja, was Bruno häufig macht. Und ich weiß nicht, oder wir wissen nicht genau, warum Hunde das machen. Beziehungsweise, ich glaube, das ist auch so ein Bulldoggen-Ding. Also es haben ja einige von euch auch Bulldoggen oder französische Bulldoggen. Lasst es mich mal wissen, ob das eure Hunde auch machen. Ja, die kleine Mausi trinkt jetzt ihre Nachmittagsflasche. Und dann werde ich auch gleich mal sehen, dass ich mir irgendwas zu essen mache. Jo. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir so auf dem Plan hatten, erledigt. Ich bin ganz stolz. Das Mäuschen hat jetzt gerade schön getrunken, ein Päuerchen gemacht. Und jetzt wird ein bisschen nach draußen geguckt. Denn sie guckt gern nach draußen. Ja, Mäuschen, willst du da anfassen? Der sieht man aber schön, den Doppelkinn. Ist trotzdem die süßeste für mich. Ja, also wir gucken jetzt auf jeden Fall ein bisschen nach draußen. Weil das mag sie immer ganz gern, wenn man sie hier so vorm Bauch hat. Dann kann sie immer schön gucken. Ne? Das magst du gern, ne? Ja, jetzt gibt es gerade leider so draußen nicht so viel zu gucken. Vor allem, weil es jetzt schon so düster ist. Und ja. Anfassen? Tatsch. Oh, was ist das? Wie fühlt sich das an? Kalt, ne? Wir werden jetzt noch mal ein bisschen gucken und dann werde ich sie gleich in den Hochstuhl setzen und dann will ich nämlich die Einkaufsliste schreiben, weil ich entweder morgen oder Freitag früh wieder um Punkt 7 bei Kaufland auf der Matte stehen werde. Prösterchen. Na, der muss noch raus, wa? Super. Ja, weil ich dann nämlich Großeinkauf noch machen will für die Feiertage und das muss ja ein bisschen geplant sein, deswegen will ich da auf jeden Fall gleich die Einkaufsliste schreiben. Während Mila jetzt unter ihrem Dschungel liegt, werde ich nochmal eben die Schubladen durchgucken und schauen, was ich aussortieren kann. Denn momentan, das ist echt voll das Durcheinander mit den Größen. Wir tragen Größe 50 bis 62. Denn, also Bodies teilweise passen noch in Größe 50, Hosen von H&M sowieso. Aber die Schlafanzüge zum Beispiel jetzt von Primark sind die, passen in Größe 62. Ja. Ein bisschen durcheinander, man weiß irgendwie nicht so richtig, worauf man sich einstellen soll. Aber das liegt halt, wie gesagt, auch glaube ich daran, dass sie halt schmal ist, aber gut in die Länge wächst. Deswegen werde ich jetzt nochmal durchgucken, was ich aussortieren kann. Ja, das werde ich machen. So kann ich wieder ein bisschen Platz in den Schubladen schaffen, wobei die auch sowieso nicht vollgestopft sind. Also wir haben immer recht übersichtlich gekauft, würde ich eigentlich sagen. Und halt auch ein guter Teil gebraucht. Also das sind so momentan die zwei Schubladen, die wir eigentlich momentan nutzen. Und davon sind sicherlich auch ein paar Sachen, die nicht mehr gebraucht werden. Jetzt werden wir mal wieder ein bisschen Musik hier anmachen. Beziehungsweise die Dschungelgeräusche, die finde ich besonders gut. Weil ich die selber auch so beruhigend und entspannend finde. Und ja, dann werde ich mal ein bisschen aussortieren. Was sie auch am Dschungel gut findet, ist dieser Affe. Moment. Ich muss mal hier gucken, wie ich das am besten mache, damit sie nicht vom anderen abgelenkt ist. Guck mal, Mäuschen. Oh, der Affe. Der ist toll, ne? Hier. Alles mit Gesicht drauf und Grinsegesicht findet sie gut. Ja, wir sind soweit fertig jetzt im Kinderzimmer. Mila hatte jetzt auch keine Lust mehr, unter dem Spielebogen zu liegen.
die Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich auch noch begrenzt. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich war sowieso jetzt auch fertig mit dem Aussortieren. Das ist ja nun jetzt auch nicht so viel. Und jetzt werde ich mich dann gleich ans Schneiden machen und mich mit der kleinen Mausi aufs Sofa legen. Und wenn ich schaffe, werde ich noch ein bisschen in dem Buch Oje, ich wachse lesen. Denn wenn ich da ein paar Minütchen Zeit habe, schaue ich da immer ganz gerne rein. Ansonsten war es das mit dem heutigen Vlog und bis morgen. Tschüss!